Amazon, Facebook, Google, Twitter und Apple alle im Einklang zensieren, weil sie alle dieselbe Koordination hinsichtlich des Zieles der gesamten Kontrolle der Informationen haben. Die gesamte Verschwörungstheorie, um die Menschheit zu versklaven, ist letztendlich doch ein psychologisches Spiel. Wo kommt das menschliche Verhalten her? Es kommt von der menschlichen Wahrnehmung. Wo kommt die menschliche Wahrnehmung her? Es kommt von den wahrgenommenen Informationen. Egal ob eine persönliche Erfahrung, was auch eine Information ist, oder ob es eine Zeitschrift ist oder ein Facebook-Post. Nun, wenn wir uns sehr intensiv mit den Schatten hinter den Politikern beschäftigen, dann erreichen wir diese Ebene, auf der wir verstehen können, wie die Realität funktioniert. Es ist so, dass sie nicht wollen, dass wir verstehen, wie unser Verstand funktioniert, wie Psychologie funktioniert und was wir uns tagtäglich anschauen. Es sind nur wenige, die die vielen kontrollieren, und sie schaffen das nur, indem sie die Wahrnehmung der vielen kontrollieren, spalten und dann beherrschen. Doch sie schaffen das nur, wenn sie die Wahrnehmung kontrollieren, was ihnen letztendlich durch die Kontrolle der Information gelingt. Eine Frage: Wie lange kannst du ohne dein Smartphone leben? Du kannst nicht mehr dein Smartphone weglegen, denn innerhalb von wenigen Minuten nimmst du es wieder zur Hand, weil du danach süchtig bist. Kontrollierst du dieses winzige Teilchen Technologie oder kontrolliert es dich? Menschen wurden so süchtig nach Facebook und Google wurde die größte Suchmaschine der Welt. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, an dem das Internet das zentrale Thema der Menschheit wurde, und es ist irreversibel. Wenn du nichts zu tun hast, wo gehst du dann hin, wenn nicht auf Google oder YouTube? Nun ist YouTube ein Teil von Google und natürlich sind diese jetzt in einer Position von Macht und Einfluss. Jetzt entwickelt sich das Internet langsam zu dem, für was es ursprünglich geplant war. Facebook, Google, Twitter und Amazon werden nun alle zu dem, für das sie immer geplant waren. Sie sind Torwächter der Informationen, die Menschen sehen können. Und da der Horizont der Wahrnehmung der Menschen immer schmaler gehalten wird, können diese Informationen so gut manipuliert werden. Zuerst mussten sie das Internet zum zentralen Thema machen, worüber alle Information und Kontrolle stattfinden kann. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt das Internet der Dinge haben, worüber Milliarden von Geräten miteinander verbunden sind, von deinem Kühlschrank bis hin zu deinem Auto oder deinem Fernseher. Sie alle sind verbunden mit dem Internet. Wir sind gerade im Prozess einer Vorbereitung. Stufe 1 war es, alle Menschen süchtig nach Technologie zu machen. Diese Stufe ist grundsätzlich schon erreicht. Du musst nur einmal durch die Stadt laufen und du siehst die Sucht überall. Die Mächtigen targetieren vor allem die Jungen, weil die Jungen von heute die Erwachsenen von später sein werden. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem sie die künstliche Intelligenz in volle Verbindung bringen möchten. Doch um das zu schaffen, müssen Menschen erstmal süchtig nach Technologie sein, diese akzeptieren und als natürlich wahrnehmen. Ich werde 67 dieses Jahr. Ich wurde im Jahr 1952 geboren. Deswegen habe ich einen Kompass. Ich weiß, wie die Welt zuvor war. Menschen, die heute geboren werden, kennen nur diese Welt und es ist alles, was sie jemals kannten. Sie haben keinen Kompass, wie die Welt zuvor war. Also, die erste Stufe ist es, Menschen von der Technologie süchtig zu machen, zu einem Punkt, an dem sie mitten in der Nacht aufstehen würden, um sich in eine lange Schlange anzustellen, außerhalb eines Apple Stores, um die neueste Technologie zu kaufen. Und nicht zu fern in der Zukunft werden sich Menschen eventuell anstellen, um künstliche Intelligenz zu kaufen. Eventuell so wie Menschen in Schweden jetzt Partys feiern, wenn jemand gemikrochippt wurde. Die nächste Stufe war es also, in den Körper zu gelangen. Wir kamen von Geräten, die man in der Hand hält, zu Wearables. So kamen wir von Bluetooth und Google Glasses oder Apple Watches zum Körper. Selbst das, was sie elektrische Tattoos nennen, sind eigentlich nur Mikrochips auf der Haut. Die nächste geplante Stufe der Mächtigen ist es, in den Körper zu gelangen, was bereits geplant ist.
Menschen wie Ray Kurzweil, der eine Google-Führungskraft ist, forschen daran. Google und Facebook sind allen voraus, wenn es um diese Technologie geht. Es ist eine Operation auf Social Media, wie auch über die Suchmaschinen. Die ganze Google-Gruppe, die den Namen Alphabet trägt, sind allen voraus, was die künstliche Intelligenz angeht. Selbst Amazon hat Verträge, die hunderte Millionen Dollar wert sind, mit der CIA und dem Pentagon für deren Cloud-Services. Die Idee ist es also, diesen Prozess weiterzuführen, denn Kurzweil sagt, dass er eine 80%ige Erfolgsrate haben wird, wenn er diese neue künstliche Intelligenz vermarkten möchte. Er wird sagen, dass man übermenschlich damit werden kann. Jetzt existiert die Idee, dass man übermenschlich damit werden kann, doch eigentlich wirst du nur in deiner Intelligenz beschnitten. Du wirst zu einem Fahrzeug für künstliche Intelligenz und jeder, der die künstliche Intelligenz steuert, der steuert auch die Wahrnehmung von dir. Jeder Mensch, der mit den Alexas und Echos verbunden ist und mit diesen interagiert, denkt, dass dies echte Menschen sind. Jetzt gibt es sogar schon internetverbundene Spielzeuge für Kinder und kleine Kinder spielen mit Barbie-Puppen, die Gespräche führen können mit AI. Mehr und mehr dieser künstlichen Roboter finden ihren Weg zu uns aus dem Nahen Osten und es ist ein psychologischer Prozess, der uns mit AI vertraut zu machen. Menschen sollen damit interagieren, dass es das Normalste der Welt ist. Es gibt keinen Grund, warum man AI mit dem menschlichen Gehirn verbinden sollte. Ray Kurzweil sagt, dass bis 2030 die Verbindungen gemacht wurden. AI wird dann mit dem Gehirn verbunden sein, in einem großen Cloud-Speicher. Er nennt es auch Smart Grid und er wird es allen als fantastisch verkaufen wollen. Wenn die Zeit vergeht, wird mehr und mehr das menschliche Denken und die Wahrnehmung verändert werden, sodass wir gar nicht mehr menschlich sind, wenn es um bewusste Prozesse geht. Eine Assimilation wird stattfinden, indem das menschliche Bewusstsein an ein Netz der globalen Technologie angeschlossen wird. Dieses Netz wird daraufhin zentral kontrolliert. Sehr, sehr wenige Menschen werden Zugriff darauf haben und entscheiden, wie es gesteuert wird. Ich habe dafür einen ziemlich einfachen Trick entwickelt. Wenn Menschen mich fragen, in welchen Lebensbereichen sie mit Agenda manipuliert werden, dann sage ich, schau dir alles an. Bei welchen Themen darfst du keine zweite Meinung haben? Wenn du etwas entgegen die offizielle Narrative sagst, wirst du beschuldigt und verleugnet. Wenn die Mächtigen wollen, dass du etwas glaubst, was eigentlich nicht rechtens ist, dann lassen sie keine offenen Debatten zu, in dem alle Meinungen und Beweise ausgetauscht werden dürfen. Denn auf Grundlage dessen würden sie verlieren. Was machen sie also? Sie lassen keine Debatte zu, sondern nur eine einzige Meinung. Daran erkennst du eine Agenda.